das, was ich geglaubt habe, was eh schon alles ganz klar ist, für mich war dann doch nicht so klar. Ja, sehr erfahrungsreich, sehr berührend, sehr intensiv. Also heute Tag war eine Bergtalfahrt der Gefühle. Entschuldigen Sie, ich hätte eine Frage. Hätten Sie zufällig ein Kondom? Weil mein Freund wartet da drinnen schon und wäre sehr wichtig. Es waren so viele schöne Momente dabei und so viele schöne Erfahrungen mit fremden Menschen, ja, die einfach in mir wieder so Glücksgefühle ausgelöst haben und die mir auf der anderen Seite auch wieder geerdet haben. Ja, es war einfach schön. Also das Grenzenüberschreiten, das hat mir eben aufgezeigt, dass ich dadurch viel lockerer und leichter durchs Leben gehen kann, weil ich einfach für mich festgestellt habe, wenn ich meine Grenzen übertrete, wird mein Spielraum größer und ich kriege dann viel mehr Freude in meinem Leben. Ich habe mich in Rollen entdeckt, die ich davor nie ausgelebt habe oder einfach nicht die Chance hatte. Ich habe heute für mich einfach erlebt, wie ich in verschiedenen Rollen bin, wie sich das anfühlt, wie das Umfeld reagiert auf bestimmte Situationen, auf mich in bestimmten Rollen. Und das war für mich ein einzigartiges Erlebnis. Ja, also es ist ein schönes Gefühl. Ich kann jetzt mit einem Lächeln weitergehen und mit anderen Leuten würde ich es vielleicht auch selber machen. Diejenigen, die sagen, ich gehe sicherlich nicht in die Öffentlichkeit, vergessen, dass ihr Leben in der Öffentlichkeit stattfindet. Und deshalb sollten sie in der Öffentlichkeit ein Seminar besuchen und erleben, damit das einfach ganz anders verbunden wird im Lernen, im ganzheitlichen Lernen. Ich lerne am meisten, wenn ich dort lerne, wo ich normal bin. Ausprobieren und machen. Es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert. Und es ist einfach wirklich toll, wenn man so proaktiv sich auf gewisse Dinge einlassen kann. Also das Geld, das ich bezahlt habe, war es unbedingt wert. Also im Gegenteil, ich würde sagen, man könnte auch mehr verlangen. In der Wirklichkeit, in der Öffentlichkeit, in der Realität.